Ich halte ihn jetzt mal höher. Nicht, dass der in der Umwelt stecken. Jetzt ist das Faxgerät kaputt. Und der Hammer ist weg. Nee, der ist da. Jo, Ribbon not detected. Ja, das Druckerband ist nicht entdeckt. Dann haben wir zumindest auch einen weiteren. Oh. Tacker! Kein besonders schöner Tacker, aber es ist ein Tacker. Schönes Ding. Tacker! Hallo, Tacker! Jetzt lassen wir mal den Tacker moderieren. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Tacker Online. So, einmal dahin mit dem Tacker. Gut! Jetzt gucken wir mal, ob die Notizen wieder da sind. Natürlich nicht. Die Notizen sind weg. Aber der Schwamm ist da. Jetzt können wir das mal ausprobieren, ob ich hier mit dem Schwamm, wenn ich alles wegmache, vielleicht... Es ist aber noch schwach sichtbar, okay. Es ist nicht komplett weg. Was passiert, wenn ich einmal hier schön die Oberfläche mache? Gibt es dann auch nochmal einen Erfolg? Das weiß ich gar nicht mehr. So. Schön sauber. Wir sind ja ordentliche Schweine. Hoppala. Bin ich gerade kurz aus dem Chaperon raus gewesen. Also sprich der Spielraumbegrenzung. Die Wand ist sowieso sehr nah an der Spielraumbegrenzung gerade dran. Da muss ich aufpassen, nicht, dass ich mir irgendwie was mit den Finger tue. Okay, I'm back. Great. Ja. Thanks. Ja, gerne. Sorry, it took so long. Ja, tschüss mit dir. What's the matter? Worried something might happen? Ja, der ist besteht übrigens wirklich nur aus Arm, der Typ. Das war ich jetzt auch so ein bisschen neugierig. Ja, hallo. Ich klau dir deinen Finger. Ja, der besteht nur aus Arm, der Typ. Der ist ganz schön arm. Gott, der war so billig, aber der war irgendwie genial im Moment. Mit einem Schraubendreher vielleicht. Tafelputzsimulator, ja. Tafelputzsimulator. Ja, es gibt ja wirklich ein Spiel, da kann man aufräumen. Das heißt Clean Up Tenseria Station oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, der Name gehabt. Gibt's bei Steam. Gut. Das bin ich am Überlegen. Also, wir müssen erstmal sowieso wieder alles ja, resetten, weil der Typ da war. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder alles auf. So, da ist der Hammer. Wir schrauben nochmal alles auf. Vor allen Dingen das da. Da habe ich ja auch nichts gemacht. So, dann machen wir das nochmal auf. Na? Gut, das haben wir auch aufgemacht. Dann kümmern wir uns nochmal um den Hamster, dass der offen ist. Ja, so. Muss ich nur ganz schnell zur Seite, dass mir die klappt. Halt! Da ist gerade ein Hamster rausgegangen. Warte mal. Das heißt, wenn der Hamster da rausgeht, dann ist doch unten das Loch offenbar. Warte mal, ich muss mal runter. Ja, gucken wir mal hin. Dann kann ich doch reingreifen. Nur die Frage ist, ob mir das auch was bringt. Hallo. Wir könnten ja den Hamsterfinger festen. Scheiße. Aber kann ich den Knopf hier so drücken? Das glaube ich eher nicht. Ja. Also es geht zwar auf, aber ich kann hier nichts machen. Außer wenn ich hier so einen Ball rein... Aber der Ball geht da gar nicht rein. Schade. War eine gute Idee, hat aber nicht geklappt. Was passiert denn, wenn ich den das Radio zeige? Hier, guck mal da, Radio. Kann ich sogar so ein bisschen ausgleichen. Ist schon irgendwo geil. Hilft mir aber auch nicht weiter.
Ja, ich habe gehofft, irgendwie so nach dem Motto: geil, funktioniert, ist schon eine coole Nummer. Gut, dann werden wir mal wieder aufstehen. Super. Jetzt muss ich meinen Orientierungspunkt finden. Ich werde mir übrigens einen lustigen Orientierungspunkt bauen. Ist mir bei vielen Leuten aufgefallen, die im VR spielen. Die verlieren immer ihre Orientierung. Ich habe eine ganz geile Idee für einen Orientierungspunkt. Wenn ich mir den angefertigt habe, werde ich den mal vorstellen. So. Wollen wir mal weiter überlegen. Was kann ich noch drücken? Was kann ich noch drücken? Wir werden mal das Ding mal einfach mal öffnen. Jetzt bin ich so oft drauf gekommen. So, okay. Der, 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 der. So. Wir probieren mal in der Richtung nochmal. Dann haben wir nochmal das Nummernfeld offen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziffern. 6 Ziffern. Die Telefonnummer sieht man noch. Die ist also wichtig anscheinend. 6 Ziffern. Es war aber eher was anderes. Achso, jetzt geht da runter auf 2 Ziffern. Dann geht da runter auf 2 Ziffern. Da war Ditte dann offen. Vielleicht gibt es damit ja auch noch eine andere Nummer. Die 1211. Nee, hätte ja sein können. Die ist zwar durchgestrichen, aber weiß ja nie. So nach dem Motto, vielleicht haut das ja hin. 201. An die 0 kriege ich da nicht hin, aber da, warte mal, 2001. Ach! Der Monat ist der vierte. M, C, Januar, Saturday, U. Was ist U? Samstag. T, keine Ahnung. M könnte Montag sein. A. Vielleicht heißt das Earth. Mal gucken. Nee, warte mal. EA. Haben wir da was? EA. Kriegen wir noch ein TH hin? Oh, komm. Das Drehrad ist widerspenstisch. Warum? UR. Boah, das Drehrad ist nervig. Aber wenn ich langsam mache, geht's. UR, ES. Earth. Wir haben den Schlüssel. Wir haben das Ding jetzt aber nicht offen. Wie haben wir das Ding da aufgekriegt? Ich habe einen Schlüssel, Leute. Da ist eine Pepperoni drauf, oder was? Wie habe ich das da auf der Seite aufgekriegt? Mal sehen, ob ihr das noch wisst. Nee, kommt nicht. Wie habe ich jetzt dieses blöde Ding da auf der Seite aufgekriegt? Wie habe ich das blöde Teil aufgekriegt, Leute? Ich wüsste gerade nicht.
Nee. Nee, das war schon ein Ende gewesen. Mist! Wie habe ich das Teil auch gekriegt? Wie war das? Dis. War das vielleicht so rum? Dis. Nee, das war es auch nicht. Können wir ja noch mal gucken. So, was? DNI. DNI. Pass mal auf, wir können uns ja mal die Grütze mal markieren. DNI haben wir. Wir haben also einmal D. Gott, wo ist hier dieser Markierungspunkt? DNI. So, das ist das erste Wichtige. So, das haben wir uns mal markiert. Ja, ich stehe zu nah dran. DNI. Das ist eine fucking lange Nummer. 453. Was soll da? 3119. 3219. Nee, 213. Da sind Höhlenmenschen. Oh Gott, ey. Way out. 3121. 3121. Den notieren wir uns auch mal. 3121. 31. Ah, da komme ich an die Wand ran, an die echte. 2-1. So, okay. Wann haben wir das schon mal markiert? Was haben wir denn sonst noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ziffern. 1, 1, 2, 3. Wartet mal. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Eins, eins, zwei, drei. Und was war das andere? Drei, fünf, nee, 3, 5, 8, 13, 3, 5, 8, 13, 3, 5. Acht, 13. So, dann haben wir das nächste markiert. Ist gut zu wissen, dass der Scheiß nicht resettet. Da haben wir eine 55078, nicht 88. 55078. 55078. 55 0 78. Ich mache mal einen Punkt dazwischen. Vor allen Dingen mache ich mal die 5 ein bisschen lesbarer. Ich habe eine Sauklaue auch im Real Life. Das hat mit VR nichts zu tun. Das ist wirklich bei mir real fucking die Hölle, wa? Ja, das ist wirklich die Hölle. So. Gott. Ich jetzt schon so sehe, was ich da an Zahlen habe. Study unendlich, coming not back, da ist ein Schwert. Da sind auch noch mal Hölle viele Symbole. Hold to breathe. Das ist das Om-Symbol. Das ist aus den hier irgendwie indisch da so. Indien. Tic-Tac-Toe. Exos? Ja. 3700. Was ist mit 3700? Steht
steht da auf dem... Ja, die steht, sieht man auch sichtbar. Guck mal, wenn ich das wegmache, ist die 3700 noch da. Achso. Deshalb habe ich die jetzt nicht markiert, aber danke für den Hinweis. Bei dem Spiel bin ich jetzt dankbar für Hinweise, also... C5555 macht 10. 10 ist jetzt nichts Besonderes. 10 ist jetzt echt nichts Besonderes. DNI. DNI. Ich kann ja mal DNI noch markieren. DNI. DNI. So, dann haben wir den auch. Ah, Gott. DNI. Die Zeichnung hier gefällt mir. Die sind nett gemacht aus, wa? Sieht nett aus. Die Hände, ja, kann man sich drüber streiten. Kilroy was hier. Warte mal, ich glaube, man konnte dieses blöde Plakat auch abmachen. Da steht was auf dem Plakat. Da steht was auf dem Plakat selber? Warte mal. Nicht selber durch ein Plakat, nur wenn die Tasche läuft. Ja, ja, 321, das habe ich schon markiert, die 321, oder? 3121 müsste markiert haben. Die habe ich gar nicht markiert. 3121, 3121, die habe ich nicht markiert. 312, doch, 3121, da ist sie, die habe ich schon markiert, okay. Boah, warte mal, ich glaube, das Ding selber ging auch ab. Stimmt, da sind Schrauben dran, ne? Das ging ja auch nochmal. So. Na? So. ED1, D7, 4. Wie war denn der Mist? Als ob da was fehlt. Ich werde das Ding mal ausleuchten. Thomas hat gerade Ping gemacht. Wo kam dieses Ping-Geräusch her? Halt, warte mal, da leuchtet jetzt eine Lampe. Da oben leuchtet jetzt eine Lampe. Die hat Ping gemacht. Mal, die leuchtet. Wie war denn der Mist? Wie war der Mist? Warte mal, kann ich hier vielleicht auch aufschrauben? Da sind doch Schrauben. Ich glaube, die gehen nicht. Das ist ja auch ein Kreuzer. Das ist ja ein Schlitzi. Wenn ich da mit einem Hammer rauf penetriere. Ja, das wird's besser machen. Ja, ja, du weißt doch, Handwerkskill over 9000. Jetzt ist die zweite angegangen, siehst du? Das zweite Licht ist an. Jetzt ist es aus. Die müssen alle oben sein. Oh, die müssen alle oben wohl sein. Wie wahnsinnig die Wesen. Ich weiß, dass ich das auch hatte. Das Ding hatte ich auch und ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich weiß, dass ich das auch hatte. Aber wie hat ich das gelöst? Wie waren das? Kannst du den Tacker nennen? Das ist nur ein Reward, mit dem kann ich nichts machen. Kannst ja mal gleich nochmal ausprobieren, aber... Ich glaube, mit denen habe ich nie was gemacht. Hm.
Na komm, so. Jetzt sind wieder die beiden Dinger an. Ich kann natürlich jetzt auch so lange warten, bis das dann irgendwann mal...